wo der, jetzt schneiden wir das rein, wo der Weihnachtsmann auf die auf diesen Puppentorso da zuläuft. Jetzt und versucht eben mit der Puppe da was anzustellen. Ja. Gut. Es ist kurz vor Weihnachten. Die Kinder dieser Welt warten schon gespannt auf die heilige Nacht und selbstverständlich auch auf gute Geschenke. Droben auf dem Mond ist der Weihnachtsmann mit seinem Lieblingsengel Waldemar schon fleißig dabei, Geschenke einzupacken. Ich habe jetzt den letzten Song KVC 2961 High Black Triniton Digital eingepackt. Ich habe aber noch 500 Aufträge vorliegen. Die Ware ist aber alle. Was soll ich machen? Echt, diese Saftsäcke. Liefertermin war letzte Woche. Da rufe ich gleich mal diesen Herrn Busmann an. Hallo? Hallo, Herr Busmann? Sie wissen ganz genau, diese Sony High Black Triniton, die sollten hier letzte Woche schon da sein. Was sagen Sie da? Was? Die sollen nächste Woche erst kommen? Da haben wir Silvester. Sind Sie des Wahnsinns? Da kaufe ich eben mal grundig. Das ist mir doch scheißegal. Tschüss. Oh, Waldemar, jetzt fällt mir gerade ein, hast du eigentlich die Rentiere zum TÜV gebracht? Ja, ja, schon gestern. Sie werden langsam alt, die Tiere. Rudolf, der Arme, oh Mann, seine Krankheit ist weiter fortgeschritten. Echt? Jetzt leuchtet nicht nur seine Nase, sondern auch noch die Beine. Oh, das ist ja bitter. Oh, Telefon. Geh mal ran. Ja. Hallo? Es ist Ihr Sekretär Hermann. Ja. Soeben ist der Vertreter von Toys to Kill eingetroffen. Soll ich ihn verbinden? Nee, er soll reinkommen. Hol ihn rein. Okay, alles klar. Uff. Hallo Weihnachtsmann, hallo Waldemar. Das ist ja ein anstrengender Flug hier hoch. Aber doch, wir kommen gleich zur Sache. Toys to Kill hat wieder die tollsten Sachen auf den Markt gebracht. Zum Beispiel hier ein Set zum Züchten von Rosen. Oder hier. Eimer und Schaufel mit den tollsten Bildern von Walt Disney drauf. Was? Das ist doch alles scheiße. Was bieten Sie mir denn da an? Sie sind doch eine Lusche. Wir sind in den 90ern. Haben Sie nicht irgendwas Vernünftiges, was mit Schmackes? Was für Kinder? Habe ich nicht. Überhaupt nichts mehr? Nee, tut mir leid. Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Ich würde Ihnen die Sachen auch ganz billig überlassen. Wissen Sie, meine Firma braucht ganz dringend das Geld. Nee, kann ich nicht. Na gut, okay. Eigentlich wollte ich ja damit zu den Regierungen der Welt, aber... Ach, egal. Ich biete es jetzt Ihnen an. Unser neuester Prospekt von Toys to Kill. Wir haben da drin Atomwaffen, Atombomben, Infanteriegeschütze, Uranhandgranaten, Tabun, Giftgasminen. Und als neuester Clou, wir haben so winzig kleine Tabletten, die das Grundwasserreservoir einer ganzen Stadt verseuchen kann. Ja, das klingt doch interessant. Das ist genau das Richtige für unsere Kinder. Ich bin auch ganz begeistert. Oh ja, prima, alles klar. Und Sie können morgen liefern? Das ist ja gut. Nur das Infanteriegeschütz, das brauchen wir eigentlich nicht. Oder lohnt es sich? 2 Stunden Dauerfeuer, ohne nachzuladen. Okay, alles klar. Dann nehme ich dann auch 2000 Stück von. Für die Kinder in Russland. Und sehen Sie hier, Herr Weihnachtsmann, eine Haarbombe, die fast ein Viertel Afrikas vernichten könnte. Das ist stark. Davon nehmen wir 10.000 Stück. Gibt es auch Rabatt? Erst bei 15.000 Stück. Gut, dann nehmen wir 15.000 Stück. Und sehen Sie hier, auf Seite 2. Und zwar haben wir hier einen Plastikrevolver für die Minderbemittelten. Wissen Sie, bei einer Abnahme von 2 Milliarden Stück, bekommen Sie ihn zum Preis von 5 Mark. Ja, das ist gut. Dann nehmen wir am besten 2 Milliarden. Dann bekommt jedes Kind auf der Welt einen. Gut, unterschreiben Sie mir bitte diesen Auftrag.
Alles klar, Dankeschön. Das ist ja schön, da haben wir noch die letzten Geschenke zusammenbekommen. Wie wollen wir das denn finanzieren? Ja, durch Steuern natürlich. Wie immer. Unsere Weihnachtsmanngehilfen Weigel und Co. machen das doch schon. Alles klar, es gibt viel zu tun. Und so packen der Weihnachtsmann und seine kleinen Helfershelfer fleißig weiter die Geschenke für die Kinder unserer Erde ein. Hoffen wir, dass sich Rudolf Rotnase wieder erholt und nicht auch noch sein restlicher Körper anfängt zu leuchten. Freuen wir uns auf die heilige Nacht. In wenigen Minuten hier auf diesem Kanal. Bleiben Sie dran. Die heilige Nacht ist gekommen. Die Kinder der Welt freuen sich schon tierisch. Nur der Weihnachtsmann ist im Stress. In einer halben Stunde kommt sein Nachbar und er hat immer saubere Gläser, nur er nicht. Er ist einfach sauer, die Gläser sind stumpf, man kann überhaupt nicht durchgucken. Also macht sich der Weihnachtsmann auf den Weg. Allerdings muss er vorher noch auf Klo. Dort fasst er sich an den Sack und denkt an die vielen Kinder. Und dann schmeißt er ihn über die Schulter und macht sich auf den Weg, um die eben genannten zu besuchen und zu erfreuen. Zum Sprechen? Ja! Das ist ja schön. Dann sag doch mal gleich ein Gedicht auf. Ich liege in deinen Armen, dein warmer Atem streichelt mich. Deine Küsse wecken nie gespürte Gefühle in mir. Deine Hände gleiten sanft meinen Körper hinab. Jede deiner Berührung lässt die Erde unter mir beben. Doch dann Tränen in deinen Augen. Du entgleitest mir. Ich wache auf und spüre die plötzliche Kälte, die mich umgibt. Warum habe ich dir das angetan? Ich habe dich doch geliebt. War das ein Weihnachtsgedicht? Na egal, hier hast du jetzt deine Geschenke. Oh toll! Ein Raketenwerfer, ein Panzer, ein Infanteriegeschütz, Tabungiftgas-Handgranaten. Atombomben, ein Nintendo Gameboy, zwei Haarbomben, ein Liter Haarmilch, ein Revolver, still, als Kindlein schlafen.